Ja, hallo zusammen. So, wir haben die 20.000 Kilometer Grenze geknackt und es gibt nichts zu sagen an sich. Ja, das Auto hat die ganze Zeit einwandfrei funktioniert. Einen außergewöhnlichen Werkstattaufenthalt hatten wir nicht. Und ich bin jetzt eigentlich nur mal eben zur Garage gefahren, kurz Feedback zu geben. Und schaut mal hier. Ah, ein schöner Treffer. Und hier ist auch ein schöner Treffer drauf. Hier haben wir auch noch einen. Ja, aus dem Grund bin ich eigentlich hier hingefahren, sonst eigentlich nichts. Ansonsten, das Auto läuft einwandfrei. 20.000 auf dem Kopf hat er jetzt weg. Wir haben heute, glaube ich, sowas wie den 30. April. Und es gibt über das Auto ansonsten nichts Negatives zu sagen. Er fährt also so, wie er soll. So. Jetzt versuchen wir noch mal eben hiermit. Versuchen wir mal eben hiermit den den Taubenmist da wegzubekommen. Und ich nehme euch mit und dann schauen wir uns das mal gemeinschaftlich an, ob wir die so weggeballert bekommen, ohne großartig zu reiben. Und weg. Ja, der ist hier noch ein bisschen hartnäckiger. Den lassen wir jetzt noch mal eine Minute einweichen und dann hoffen wir, dass wir den Rest auch gleich wegbekommen. Ja, ich habe jetzt noch mal 2 Minuten gewartet. Mal gucken, ob es jetzt ganz weggeht. Haben wir noch kleine Stippen, aber die weichen jetzt auch so langsam auf. Wir tupfen jetzt mal, wir kratzen nicht. Ja, Leute, den Dreck haben wir jetzt mal eben weggemacht. Ihr seht, mit der Pistole geht das wirklich rucki-zucki. Zwischendurch muss man das natürlich noch mal einweichen lassen. Aber ansonsten, das Auto fährt einwandfrei. Der Kraftstoffverbrauch ist immer noch 5,4 Liter. Daran hat sich also nichts getan. Ist auch immer die gleiche Strecke, die ich so fahre oder hauptsächlich fahre. Und ja, kann nichts Negatives dazu sagen. Wir hatten keinen besonderen Werkstattaufenthalt. Irgendwelche Geräusche, dass jetzt irgendwas anfängt zu klappern, hatten wir auch nicht. Dass jetzt irgendwie irgendwas abgenutzt wird, haben wir auch nicht. Ja, also von der Seite aus ist das absolut in Ordnung. Ja, ich bin den einen Tag noch, das war ein Freitagnachmittag, eigentlich auch total bescheuert, da bin ich von Wuppertal aus nach Essen gefahren und von da aus dann nach Dortmund. Und wer das Freitagsnachmittags schon mal gemacht hat, weiß, dass das die Hölle ist, wenn du quer durchs Ruhrgebiet fahren musst. Aber das geht mit dem Auto absolut super. Astrein. Also nicht, dass ich mich über den Stau freue, aber es ist natürlich wesentlich entspannter, ruckelfrei anzufahren, kein ständiges Start-Stopp, sondern immer mit dem E-Motor so langsam sich nach vorne zu bewegen. Das ist schon cool, ne? Das nimmt einem so ein bisschen die Hektik auch, ne? Alles geht so ein bisschen seidenweicher und leiser vor allen Dingen. Okay, ja, das war das kurze und knappe Feedback nach 20.000 Kilometern und ich hoffe, dass wir uns erst bei 25.000 wiedersehen. Und deswegen sage ich an dieser Stelle, das war's in diesem Video. Ich sage bis dann, danke und tschüss.